Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Berseria. Ich habe es genau so gelassen, schön mit Blick auf Magidu, die das sekundenweise in Rechnung stellt. Also, wie viel Geld schuldet ihr jetzt? Tja, ansonsten ein Schatzraum in diesem Fall wieder. Wo ich nichts anderes rauskriege, außer die ultimative Schleife und Schwerter. Oder eher Dolche, ne? Muss ich ja sagen. Ist ja auch voll toll. Ich meine, ich nehme es so hin, ja, aber... Ne. Könnten interessantere Sachen sein. Könnten, sind es aber nicht. Oh, Lothringen. Der Turm Lothringen. Ist ja relativ simpel eigentlich dann, vom Aufbau her zumindest. Fragestellung bei dem Ganzen wäre natürlich wieder, wo fängt die Flamme an? Und wo hört sie auf? Oder so ähnlich. Hallo Katz. Ich vermindere geringe Bosheiten für dich. Hier habe ich tatsächlich erstmal nicht das Gefühl, dass ich ihn brauche, aber wenn ich ihn dann am Ende doch brauchen sollte, weiß ich ja, wo ich ihn finde. Eine Sache, im Gegensatz zu dem, ich glaube, Ardina Plains, wie das genau hieß, ist das hier ein relativ überschaubarer Ort. Auch da oben ist dann das Ende. Hätte ich irgendwie drauf wetten können. Gut, ich hätte es auch nur in zwei Orten hingestellt. Hier ganz, ganz oben oder halt da, wo man normalerweise reingegangen ist. Und das hier hat gewonnen. Tja, okay. So, das ist ein Affe mit einem Hackebeil. Ich habe mich schon gefragt, was das darstellen soll. Ein bisschen boshaft, die sich über den Boden bewegen kann. Gruselig. Wahrlich gruselig. Naja. Sollen sie halt versuchen, mich zu rammen. Ich werde mich da nicht gegen wehren in dem Sinne. Ich werde mich wehren. Zauberer. Zauberer sind nervig. Die teleportieren sich durch die Gegend. Nehmen nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Sind aber auch schon mittlerweile Level 75er Gegner. Also, naja. Ist übrigens noch so ein Grund, warum ich gesagt habe, wenn, dann mache ich das auf normal. Auf leicht, weil, ne? Level Scaling. Ist das, was ich mir gedacht habe, was hier passieren wird. Schön den Level nach oben treiben. Ich meine, hochgeladen habe ich gerade zum Beispiel Part 100. Das ist der Part, wo das allererste Mal Phoenix auftauchte. Der ist ja auch ein Level 110 Gegner gewesen in meinem Fall. Das ist dann natürlich nochmal so eine komplett andere Sache, aber man kann sowas besiegen, natürlich. Ist halt nur total nervig, aber in der Theorie geht das natürlich. Und so gesehen, in der Theorie kann ich alles besiegen. Wenn ich nur dran glaube. Ja. Auf einmal stehen hier Mithril-Giganten. Ja, gut. Das Schöne an Mithril-Giganten ist ja wohl, dass sie groß sind. Ne? Große Zielfläche. Wenig darauf achten, was man macht. Hauptsache, man drückt ein paar Knöpfe und alles explodiert schön. Und so oder so ähnlich. Oh, und hier haben wir diese komischen Gong-Viecher, die Ork-Gorillas. Ja. Haben eine Axt dabei, ne? Achso, ich muss die Klinge noch wechseln. Fällt mir gerade so ein. Kann ich das hier? Ja, ne? Die war ja fertig. Und damit bleibt dann noch diese komische geläuterte Klinge, die natürlich wieder eigentlich ein Downgrade ist, aber naja, was soll's. Ich könnte ja auch mal Velvets ultimatives Zeug hier finden. Da hätte ich vielleicht keine Skrupel, das auszurüsten. So muss ich allerdings die Waffe ausrüsten, die wir drüben in die Nominats Domänen Ding gefunden haben. Vor langer, langer Zeit. 4 Tagen oder so.
Und wieder verteidigen, weil der Blöde ganz blöde ist und sich blöde gegen mich auflehnen will. Wunderbar. Und jetzt verteilt sich der ganze Kladderadatsch wieder. Ich habe 6 Minuten, um alles zu finden. Aber das ist ja hier ein relativ simples Unterfangen. Einmal hier lang fahren, gucken, ob hier was ist. Wenn nein, wieder umdrehen. Und dann halt den Weg nach oben, ne? Oh, Ragnarök. Na, guck mal einer an. Das sind zumindest mal schöne Karten. Diese sind so gut geschrieben, dass man glatt denken könnte, das Ding stimmt. Obwohl das da tatsächlich gemein ist, weil die Stachel können im Vorbeifahren tatsächlich so aussehen wie die Bosheit als solche. Also ich habe es erstmal nicht wahrgenommen. Aber das ist dann halt so eine Sache. Ich glaube, das größere Problem wird ja tatsächlich sein, die Gegner wieder rechtzeitig zu besiegen. Weil ihr merkt ja, die Giganten selber, Level 75, auch haben eine recht hohe Verteidigung, wie es aussieht. Und wollen nicht so richtig mitspielen. Also wenn es um Sterben geht. Das ist dann schon irgendwie nervig. Aber gut, hat funktioniert. Bin ich sehr froh drum. Weiter geht's. Gut, an dem Stachel vielleicht vorbei, aber das andere ist wirklich keine Boshaft. Das Bosheit, das ist einfach nur ein Stachel. Das ist allerdings wieder Bosheit im Boden. Direkt immer neben diesen Stacheln. Und dann diese blöden Mithril-Giganten. Naja. Das ist ja wirklich reichlich unpraktisch. Obwohl sie jetzt auch nicht viel, viel länger halten als dieser komische Kampf mit den Axtschnäbeln und dem einen Drachen aus dem letzten Part. Also insofern, was soll's. Es scheint ja voranzugehen irgendwie. Scheint ja voranzugehen. Ich meine, da ist scheinbar eine riesen Combo entstanden. Bin ja froh drum. Einen leichten Ring dazu, nicht in den Stachel reinrennen. Gut, Expedition kann man annehmen, haben wieder mal nichts gefunden, weiter geht's. So. Also, diese Bosheit direkt neben diesem Stachel ist echt mies. Das muss ich ja mal so gesagt haben. Gibt nicht viel, was ich gemeiner finde, aber das ist schon sehr, sehr mies. Gemessen daran, dass ich das Ding erstmal finden muss und dann nochmal ein Risiko damit habe, das Teil überhaupt einzusammeln, weil sonst unter Umständen meine Zeit nach unten gedrückt wird, das ist gemein. Naja. Das ist auf jeden Fall einer dieser neuen Gegner, Molarino, gegen den wir noch nicht gekämpft haben. Ansonsten halt Skelettmagier. Oder untote Zauberer, wie auch immer. Punkt ist halt, komische Zauberergegner, die auch viel zu viel HP haben. Und nicht klein beigeben wollen. Also wenn du mich fragst, dauert das viel zu lange. Ja, mal abgesehen davon, dass ich natürlich wie so ein Hampelmann manchmal da rumfuchtel. Und nicht vernünftig mithelfe, aber... Na, die Viecher fliegen zu sehr darum, dass ich da wirklich viel was machen kann. Und mit Fliegen meine ich halt aufplüppen, weg sein, wie auch immer. So, weiter. Da noch boshaft. Boshaftigkeit, ne. Gibt jetzt nur noch die Variante, dass hier noch ein bisschen was drin sein kann. Ja, yep, nehme ich hier. Wieder diese selbe Kombination, das ist echt blöde. Echt blöde. Ich die ja irgendwie kaputt kriegen muss. Und zwar relativ zügig, wenn ich kann, weil alles andere ist blöde.
Also Hauptsache, diese Viecher hier sterben relativ zügig. Wenn ich dafür eine mystische Art rausklöppeln muss. Jetzt ist wenigstens einer schon mal weg. Aber jetzt komme ich an den Punkt, wo die Gegner zu lange dauern. Das ist nicht gut. Der andere ist wenigstens schon mal tot. Sehr gut. Da direkt auch nochmal. Super. Ich hoffe mal, das ist so langsam dann der letzte, weil das wird sonst wirklich viel zu knapp. Jetzt müssen wir ja noch mindestens die plus vielleicht nochmal einen in dem anderen Raum machen. Das ist knapp. Und ich gehe ja schon wirklich nur noch diesen Dingern hinterher. Also das ist wirklich knapp. Sollte ich es allerdings jetzt auf Anhieb nicht schaffen, werde ich wahrscheinlich in dem Fall, nachdem wir jetzt gesehen haben, was passiert, wenn der Timer 0 erreicht, was ja im Prinzip nichts Interessantes ist zum Ansehen, würde ich wahrscheinlich den Part an dem unterbrechen und dann so lange da alleine rumfummeln, bis ich es mal hingekriegt habe. Also das muss der letzte sein, sonst passt das zeitlich definitiv gar nicht. Und selbst dann ist es gerade äußerst knapp. Oh Gott. Das war zumindest rechtzeitig. War es der letzte? Nein. Es war nicht mal der letzte. Oh Gott. Gefährlich. Blöde. Wie war das hier nochmal? Ich vermindere die geringeren Bosheiten für dich, ja. Na, wenn ich schon dabei bin, ist eigentlich auch wurscht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste er ja eigentlich weniger draus gemacht haben. So wie es halt im Vertrag abgemacht ist. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ob es jetzt tatsächlich einfach weniger sind oder wie die das sich vorstellen. Natürlich darf ich mich jetzt auch mit dem prügeln. Die haben aber auch keine Schwäche, nix. Das ist nicht nett. Das ist für mich so ein bisschen so, als würden sie dann am Ende noch ihr eigenes Kampfsystem über den Haufen werfen. So, ja, eigentlich soll man ja gucken, dass man möglichst die Schwächen ausnutzt, etc. pp. Und ja, sie sind noch untot, man kann die Schwäche noch nutzen. So ist nicht, keine Sorge, aber... Auf einmal machen sie da sowas rum? Naja. Ich meine, ich weiß, ich bin jetzt keiner, der sich da großartig beschweren muss, aber eigentlich ist das schon sehr merkwürdig. Ist für mich halt wirklich so ein bisschen, als hätten sie am Ende gesagt, na, das Kampfsystem ist ja schön und gut, aber jetzt haben sie es bis hierhin gemeistert, jetzt machen wir die Gegner mal relativ unempfindlich. Bauen aber noch ein Zeitlimit ein. Den Gedankengang raffe ich nicht. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung dazu sagen, aber den Gedankengang, so wie ich den jetzt gerade habe, so wie das für mich rüberkommt, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, ja, ich könnte mal gucken, dass ich hier irgendwas finde für Untote. Ach, hier ist einfach... Das haben sie rausgenommen hier in diesem Dungeon. Aha. Ja, ich meine, gut, es gibt Ringe dafür, aber ihr wisst, was ich meine. Rein theoretisch, das System haben sie jetzt wirklich komplett über den Haufen geworfen. What the fuck? Das verstehe ich gerade nicht. Die haben es ja wirklich rausgenommen. Das ist so dämlich. So dämlich. Naja. Anyway, nach diesem Kampf mal gucken. Ich fange nur langsam an, diesen Dungeon dann schon zu hassen, weil das System...
Man kann doch nicht ein Grundprinzip des Spiels einfach aus dem Fenster werfen. Was soll das denn? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich kann da nur meinen Kopf drüber schütteln. Und alles, was ich Positives über diesen Dungeon sagen wollte, ist jetzt gerade so ein bisschen aus dem Fenster raus. Abgesehen davon, dass diese Affen mir gerade auf den Sack gehen, aber da... Das könnte immer passieren, von daher ist das nicht schlimm. Aber ich verstehe nicht, wie man das Grundprinzip des Dungeons einfach mal aus dem Fenster wirft. Dann bin ich ja wirklich an dem Punkt, wo ich jetzt sagen müsste, ich muss die beste Ausrüstung anziehen, sonst bringt das nichts. Das ist ein Schwachsinn. Das ist einfach Schwachsinn. So, jetzt sind es 3 Stück, so wie das hier aussieht. Aber natürlich habe ich direkt diese Gegner, die ich überhaupt nicht leiden kann, diese blöden und toten Magier. Schön. Da bin ich ja sehr froh drum, weil das sind ja genau die Gegner, die ich so toll finde. Also, es tut mir leid, aber... Nein, ich sage jetzt nicht, ich werde jetzt an dieser Stelle den Part beenden und diesen Dungeon nicht mehr anfassen, um Gottes Willen, aber... Das macht doch schon keinen Spaß mehr. Ich meine, ich habe lange gebraucht, um das zu merken. Wir befinden uns eigentlich beim Boss Nummer 4. Wenn ich denn mal zu dem kommen würde. Das heißt also, ich habe genügend von diesem Dungeon schon gesehen, um das eigentlich zu merken, aber als ich das jetzt gemerkt habe, war dann eigentlich schon für mich vorbei. Das ist nicht gut durchdacht. Das ist eigentlich gar nicht gut durchdacht. Aber da... Die wollten diesen Dungeon ja so... Die müssen sich's ja so gedacht haben. Die müssen ja gewusst haben, was sie da für einen Quatsch fabrizieren. Es frustriert mich ohne Ende, wenn ich drüber nachdenke, dass ich früher mal definitiv jedem gesagt hätte, hier, Tales of, kannst nichts mit falsch machen, super Spielereihe, mach mal. Ich hätte früher, ohne mit der Wimper zu zucken, jeden sofort einen Tales of empfohlen. Jetzt muss ich dreimal drüber nachdenken. Die alten würde ich alle sofort empfehlen. Dieses, ja, hier, Spiel Vesperia, Spiel Berseria. Berseria ist dieses Neue, wo ich noch sage, ja, ist okay. Aber ich bin halt fast auf dem Level, wo ich sagen würde, alles nach Graces passt es nicht an. Mir hat Zwaxidia schon nicht so richtig gefallen, aber es war noch gut. Es hat mir noch Spaß gemacht. Aber das hier... Also der Dungeon jetzt hier, das ist zumindest gerade der Dealbreaker für mich in dem Ding. Was ein Scheiß. Hat sie Level 20 erreicht mittlerweile? Ne, sie ist Level 16. Meine ja. Ich fahre falsch rum, ja. Also halten wir fest, am besten kann ich wirklich hingehen und jedes Mal die Bosheit verringern, weil die Gegner werden jetzt nur noch stärker und dementsprechend werden die Kämpfe immer länger dauern. Aber für diese 2 Einsätze sollte ich ja eigentlich genügend Cutscenes haben, schien zumindest so zu sein. Und ich meine, wenn er aus 5, 6 oder 7, wie auch immer, komischen Flammenstücken 3 gemacht hat, dann ist das schon tatsächlich die Cutscene wert. Gemessen daran, dass ich es eh aufgegeben habe, alle Truhen zu öffnen. Weil, ihr habt es ja gesehen, da kommen jetzt nur noch Accessoires bei rum. Ja, es gäbe auch eine Trophäe dafür, alle Cutscene-Truhen geöffnet zu haben, aber naja. Ich glaube, das wird nichts in diesem Spielstand und ich glaube, es wird auch nie was mit mir und
Berseria auf so einem intimen Level, dass ich sage, ich möchte da eine Platin-Trophäe holen oder sonst was. Das wird nicht passieren. Obwohl ich irgendwann gerne nochmal wahrscheinlich gucken würde, dass ich versuche, einen Run zu machen, aber nicht als LP oder Stream oder sonst was, wo die Titel tatsächlich auch nochmal so ein paar Bonusse geben sollen. Da wäre ich tatsächlich schon recht interessiert dran. Anyway, weiter hoch und dann gibt es den nächsten Boss. Immer schön in die Knie gehen, ne? Ach, ein Wasserdrache. Interessant. Leviathan, wow. Er ist immer ein Level 78. Das war prinzipiell auch wieder alles Interessante an ihm. Er ist Level 78. Fertig. Mehr muss man gar nicht wissen. Besonders wenn immer noch bei mir eigentlich nichts richtig funktioniert hier mit Schadenstechniken etc. Elementare steht bei ihm nichts. Also von daher... Witzigerweise lässt er sich aber auch schön verprügeln, ne? Ach, schade, ich hatte eigentlich gehofft, ich habe den Knopf nicht richtig gedrückt und deswegen kam jetzt keine ultimative Technik von mir da raus. Das war doof. Dann eben nur die. Ist auch egal. Gut, ich habe übertrieben. Muss ich zugeben. Ich hätte nicht versuchen sollen, den Angriff da durchzubringen. Aber ich musste es tun. Eine innere Stimme hat es mir befohlen. Ja, aber ansonsten macht er doch jetzt auch nicht viel, ne? Also, gehen wir mal davon aus, dass er im höheren Schwierigkeitsgrad einfach nur mehr Schaden austeilen würde. Ja, aber der wird ja gerade relativ gut festgehalten von allem und jedem hier. Das muss man ja einfach mal so beobachten, ne? Als Wahrheit akzeptieren, sozusagen. Pierce, Pierce, irgendwas, bla bla bla, und irgendwie stirbt trotzdem alles hier, außer der Gegner. Au. Au. Ich kann kaum mehr mitkämpfen, hab keine komischen Kristalldinger mehr. Bei denen ich auch vergessen habe, wie die Dinge heißen. Ist aber auch so eine Sache, die mir irgendwie mal übel aufstößt, wo ich wieder bei dem Thema bin, dass ich eigentlich das alte Kombo-System auch haben will. Mit dem normale Angriffe und dann die Spezialfähigkeiten etc. Aber das gibt's halt leider nicht mehr. Topaz-Weste, nachahmendes Ignizid. Erhöht auf normaler Schwierigkeit oder höher die Beuterate von zufälligen Fertigkeiten, die der Charakter hat. Aha. Toll. Klingt total blöd. Du bist auch wieder so ein Katz. Yay. You know what they say? Persistence pays off. I'm starting to feel like we shouldn't have worried about you cats. I almost forgot. I've got a meowsage for you all. It's from the one who understands the way the world operates. A message? Out with it. This is not the first time that Enominat has been revived. He is revived once every several thousand years and has subdued the world innumerable times. This is the root cause of the interruptions in human culture and history. It is also why Malakim and humans cannot be saved. Now, that sounds like what Lord Melchior was saying. Maybe that glowing globe isn't quite as full of hot air as she seems. But who or what is she? I asked her myself, Meow, and all she said was, I once was a seraph. She was a seraph?
Is she just toying with us? Either way, time to double down. I say we corner her and make her spill her guts. By the by, I haven't thanked you for finding me yet, Meow. It's a cat's towel for adult Malakim. So it's for me? Didn't see that one coming. Hurra, mehr komische Tücher. Ei. Eisen lässt sich von nichts beirren, ja. Bisschen Sexappeal zum Ende des Spiels hin oder so. Ei. Nun ja, was wir nun hinter diesem Tor finden, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Das war's erstmal mit Tales of Berseria. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch, schreibt etwas in die Kommentare und vergesst nicht dieses Glöckchen, nicht, dass ihr jemals wieder ein Video von mir verpasst. Wenn ihr möchtet, besucht mich doch auf Facebook auf meiner eigenen Seite, um mit mir da zu schreiben, Ideen auszutauschen, was das Herz begehrt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin Velvet verfolgen auf ihrem Weg zum Ziel.